Mit One-Click-Go Auto Setup können Sie einen Arbeitsauftrag ganz einfach im John Deere Operations Center vorbereiten und drahtlos an einen vernetzten John Deere senden. Wenn Sie auf dem Feld ankommen, kann es mit nur einem Klick losgehen. Dies verkürzt die Einrichtungszeit um bis zu 50% und erhöht die Produktivität. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Arbeitsauftrag planen und an die Maschine senden. Sie können das Operations Center auf Ihrem Computer, Tablet oder Ihrem Mobiltelefon nutzen. Öffnen Sie auf Ihrem Computer das Operations Center. Klicken Sie auf Plan in der oberen linken Ecke und wählen Sie Arbeitsplaner. Wählen Sie in der Übersicht im Arbeitsplaner zunächst das Erntejahr aus, für das Sie Ihre Arbeit planen möchten. Wählen Sie als nächstes die Art der Arbeit aus. Klicken Sie nach Auswahl von Aussaat rechts auf die gelbe Schaltfläche Aussaat planen. Es wird eine neue Seite mit einer Übersicht Ihrer Felder geöffnet. Klicken Sie einfach in der Karte rechts auf das gewünschte Feld oder wählen Sie es aus der Liste auf der linken Seite aus. Sie können auch die Suchfunktion verwenden. Geben Sie im Suchfeld den Feldnamen ein, markieren Sie dann das Feld in der Liste, um es auszuwählen, und klicken Sie anschließend in der unteren rechten Ecke auf Weiter. Nun können Sie Ihre Arbeitsdetails planen. Wählen Sie zunächst eine Fruchtart aus. Wählen Sie dann eine Sorte aus. Und geben Sie eine Menge ein. Wenn sich eine zusätzliche Produktausbringung hinzufügen lässt, können Sie ein weiteres Produkt oder eine weitere Mischung auswählen. Statt der Eingabe einer gleichbleibenden Ausbringmenge können Sie auch auf die grüne RX-Schaltfläche klicken und eine Applikationskarte auswählen, die Sie zuvor erstellt und hochgeladen haben. Auf der Karte rechts sehen Sie jetzt Ihr ausgewähltes Feld und die ausgewählte Applikationskarte. Wählen Sie nun die Lenkspuren aus, die Sie für Ihren Vorgang benötigen. Wählen Sie anschließend Maschine, Anbaugerät und Fahrer aus. Optional können Sie eine Arbeitsanweisung für den Fahrer mit weiteren Details zur Arbeit hinzufügen. Mit einem Klick auf Speichern schließen Sie Ihre Einstellungen ab. Sie sehen Ihre Daten nun als Teil der Aussaatliste für das Erntejahr 2024 im Arbeitsplaner unter den geplanten Arbeiten. Von dort aus können Sie die Aufgabe an den Traktor senden. Wählen Sie dazu Ihre geplante Arbeit aus und klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die Schaltfläche An Maschine senden. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie den Dateinamen ändern und die vorgenommenen Einstellungen prüfen können. Klicken Sie auf Senden. Nachdem die Daten auf den Traktor übertragen wurden, ändert sich der Sendestatus zu Importiert. Der Arbeitsplan erscheint nun im Display der Maschine, sobald die Feldgrenzen des jeweiligen Feldes überfahren werden. Wenn Sie Arbeitsaufträge für den Fahrer eingegeben haben, werden auch diese Informationen angezeigt. Mit One-Click-Go Auto Setup muss der Fahrer jetzt nur noch auf OK klicken und mit der Arbeit beginnen. Wie bereits erwähnt, können Sie auch das Operations Center auf Ihrem Tablet oder Mobiltelefon verwenden und Arbeitsaufträge von einem beliebigen Standort aus an den Traktor senden.